Wir haben eine weitere Stimme von der SP, der Christian Löfra, jetzt hier bei uns. Herr Löfra, wie ist es Ihnen gelaufen von der Viola Ammert? Was hat Sie für einen Eindruck hinterlassen? Ja, keine große Überraschung. Wir kennen Viola in diesem Haus seit Jahren, haben ihr Abstimmungsverhalten auch beobachten können. Die Art und Weise, wie sie Politik macht, ist auch für uns eine klare Geschichte. Von daher, wir kennen sie als solide Politikerin und sie hat sich auch als solche dargestellt. Also die SP-Fraktion wird Viola Ammert unterstützen? Das haben wir noch nicht entschieden. Wieso nicht? Weil die Unterschiede zwischen Viola Ammert und Heidi Skragen nicht so groß sind. Wir sind beide CVP-Politikerinnen aus Bergregionen, beide starke Persönlichkeiten. Und beide haben einen guten Eindruck in der Fraktion gelassen. Viele unserer Leute wünschen noch, darüber schlafen zu können, werden erst morgen entscheiden, was wir tun. Ich bin ein bisschen überrascht, weil es ja immer geheißen hat, Viola Ammert, SP unterstützt Viola Ammert, steht hinter Viola Ammert. Jetzt ein bisschen ein zwiespältiges Signal. Wie kann man das interpretieren? Ja, an Ihrer Stelle würde ich es nicht zu sehr interpretieren. Er sagt viel über Journalisten, die voneinander abschreiben und relativ wenig über die reale Situation im Bundeshaus. Was wollen Sie sagen? Ja, dass Journalisten irgendwann erklärt haben, dass Skragen Kandidatin der SVP ist, Viola Ammert Kandidatin der SP. Real scheint mir die Lage in beiden Parteien viel offener zu sein, als was geschrieben worden ist. Jedenfalls für uns werden wir noch diese Nacht das in Ruhe anschauen und erst morgen entscheiden, wie wir uns verhalten wollen. Es könnte auch wohl sein, dass wir am Schluss die Stimmfreigabe unseren Mitgliedern überlassen und dass jeder und jede sich für sich entscheiden soll. Besten Dank für diese Einschätzungen, Herr Löfra. Das wäre Sie, eine weitere Stimme von der SP von Christian Löfra und wir sind wieder bald da mit der nächsten Stimme.